So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das nächste Türchen vom Adventskalender steht an. Mir geht es von Tag zu Tag schlechter. Das darf aber eigentlich gar kein Coronis sein, weil das Coronis, das ist ja weg. Es wird einfach nur eine ganz normale Schweinegrippe sein. Wir holen jetzt erstmal wieder den Adi seinen Kalender hier raus. Ja, das ist nämlich wichtig, dass der Adi zuerst seinen Kalender bekommt. Das heißt, wir öffnen mal Türchen Nummer 3. Wir suchen Türchen Nummer 3. Türchen Nummer 3 ist hier oben. Ihr seht immer noch, wie der Adi einfach alles kaputt gemacht hat und aufgerissen. Wir gehen aber trotzdem der Reihe nach. Heute also Türchen Nummer 3 für den Adi. Da gibt es wieder hier so ein kleines Tütchen. Das werden wir ihm jetzt einverleiben. Da kann er wieder gucken. Ihr seht ja, wie begeistert er ist. Oh, es tut mir so leid. Jetzt habe ich mir hier... Nein, Adi. Das sieht man ja gar nicht, wie du frisst. Genau, Adi. Jetzt bleib doch mal ganz geschmeidig. So, und wie schmeckt das? Oh, wie süß. Guck doch mal hier. Den Rest packe ich dir wieder in dein Fach. Moment. Stöpsel rein, nicht dass es runterfließt, ja, in den Gulli rein. Jetzt hier, der Bierkalender. Und die Nummer 3 gesucht. Nummer 3 ist hier drüben. Junge, einmal raus. Und wir haben, oh, Gaffel. Das erinnert mich an das Gaffel-Kölsch von Genaya. Das ist hier, was ist das für eine Flasche? Die sieht ja komisch aus. Hat auf jeden Fall 4,9. Gaffel Wies. Gaffel Wies? Gaffel Weiß? Ne, Wies. Gaffel Wies. Nach alter Kölner Brauart. Gaffel Wies. Guckt euch dieses blaue Etikett an. Ist das nicht nett? Hier steht auch ein Mann. Der hat hier so einen komischen Schnippes und da hat er eine Flasche Bier in der Hand. Das sieht gut aus. 4,9 Promille, hier steht er nochmal, hier siehst du noch ein Haus, ja, hier siehst du noch einen Kölner Dom, ja, vielleicht ist das auch der Kölner Dom, nur ohne Zipfel, ist es bestimmt nicht, keine Ahnung, was das für eine Flasche ist, auf jeden Fall ist das alles 0,33, wir müssen ja mal das Etikett bewerten, das ist schon ein bisschen in diese jugendliche, spritzige, fäsche Richtung, die ich meinte. Aber irgendwie durch diese altertümliche Schrift wirkt das nicht so fresh auf mich, wie ich das eigentlich finde. Ich würde hier trotzdem also eine 3 geben. Das hat alles so ein bisschen so einen matten Glanz. So. Trotzdem sieht das irgendwie so ein bisschen deprimiert und alt aus. So wie das alte deprimierte Meerjungsfrauenbier, was wir in der 1 hatten. Also eine 3, so wie das erste auch eine 3. Das heißt, das letzte mit der 4 ist immer noch das Beste. Jetzt öffnen wir es wieder. Gucken wir mal, ob es diesmal rumfliegt. Das klingt doch schon viel besser. So muss das nämlich sein. Schenken mal ein. Müssen wieder gucken, dass wir das schön in die Kamera halten. So, das Gaffelwies. Ah, die Schatz. Jetzt ist der Stöpsel ins Klo gefallen, ne? Keine Sorge. Oh, herrlich. Guck doch mal, wie du das einschenken kannst. Dass alles reinpasst. Also fast alles. Wisst ihr, was ist noch da? Oh mein Gott. Ich musste jetzt leider mal den Schaum absaugen. Das perlt auf jeden Fall. Das ist leider nicht so klar wie alle anderen. Von allen Biers, die wir hatten, ist das das Unklarste, ja. Das sieht so richtig trüb und seifig aus schon wieder. Gefällt mir persönlich gar nicht die Farbe. Finde ich, als wäre da halt irgendwas reingefallen. Wenn wir vorher eine 3 hatten und eine 4 hatten, geben wir da einfach mal eine 2. Ne? Eine 2 für diese Farbe. Schaum ist ja auch mit einem berechnet. Schaum war eigentlich ganz cool. Der hat bisher eigentlich die coolste Schaumkrone gehabt. Aber die Farbe, Farbe nix. Gefällt mir zum Beispiel nicht. Also ist ja mein persönlicher Geschmack. Ist ja bei jedem wieder anders. Riechen.
Ja, ist gut jetzt mit der Schweinegrippe, ob man da überhaupt was riecht, ne? Also gerochen habe ich an sich nichts. Gestern haben wir auch nichts gerochen. Das ist wieder im Prinzip dann neutral. Das ist so, es ist nicht schlecht, es ist nicht gut. Wir geben durchschnittlich auch wieder eine 3 bei dem Geruch. Und kommen natürlich noch zum Geschmack. Wir werden nochmal kurz einen Hieb nehmen. Also das normale Kölsch, was die Shinaya immer schickt, egal ob das Reisdorf oder das Frühkölsch oder das Gaffelkölsch, schmecken mir viel besser als das. Die haben zwar immer so einen wässrigen Geschmack, aber trotzdem irgendwie noch eine Art Biernote. Das schmeckt eigentlich so, wie es aussieht. Also richtig trüb, richtig seifig, richtig, als wäre da was reingefallen, richtig schmierig, richtig... Mit dem Geschmack kann ich gar nichts anfangen. Wenn mir das einer hinstellen würde, würde ich denken, der hat mir wirklich Seifenwasser ins Glas gekippt. Ich hau's mal kurz weg und dann entscheide ich mich. Ich schwanke nämlich zwischen 2 Punkten und einem Punkt. Ich glaube, wir können wirklich eigentlich mal richtig durchziehen und sagen einen Punkt, weil das ist, glaube ich, das schlechteste Bier, was ich bisher je probiert habe. Wir geben einfach einen Punkt, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und gute Besserung, ne? Ein Punkt, ja, ein Punkt. Peace out. Vorhaut.